Als junger Mensch, der sehr geschichtlich interessiert war, wie ich, ne, der auch sehr früh begriffen hat, dass Geschichte die Politik der Vergangenheit ist, hatte man natürlich Fragen, warum sind amerikanische Besatzungssoldaten da? Und wenn man in meiner Gegend groß wurde, waren das ursprünglich Franzosen, Amerikaner. Und dann bekam man das beantwortet, ne? Krieg, Zweiter Weltkrieg. Und für so einen ganz jungen Menschen ist ja auch interessant, was ist der Zweite Weltkrieg? Gab es denn da einen Ersten? Und diese Fragen habe ich mit meinem Vater diskutiert, der als konservativer Mensch von seinem Selbstverständnis her sein Pflichtbewusstsein da immer wieder dargestellt hat und der Fallschirmjägeroffizier war. Und dann hat man natürlich Fragen gehabt. Wo warst du im Einsatz? Ich habe das dann so als Junge miterlebt von Monte Cassino bis sonst wohin. Und dann hat man natürlich ganz kritische Fragen gestellt, auch zu der Judenfrage, die ja damals eher totgeschwiegen wurde. Ne? Das kann ich jetzt von mir weniger behaupten. Da will ich auch nicht jetzt heldenhaft auftreten, sondern ich habe die Frage durchaus gestellt, weil es in dem kleinen Dorf bei Bingen, wo ich herkomme, doch eine Reihe jüdischer Bürger gab, was man so als Kind auch mitkriegte, die dann verschwunden sind und so wie man das ausdrückte. Mein Großvater hatte eine Gaststätte, Metzgerei, Gaststätte und so einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und da haben sich die Leute des Dorfes in der Gaststätte getroffen und die Dinge wurden diskutiert. Und ich habe dann natürlich gespannt zugehört. Ne? Und warum war der Krieg verloren? Das waren alles Fragen, die einem ja interessiert haben. Und man hat sich sehr viel früher vielleicht, ich will da niemand so nahe treten wie junge Menschen heute, da eine Meinung gebildet, ne? Und hat solche Fragen auch für sehr wichtig gehalten, mindestens ging mir das so. Ja, und habe mir dann ein eigenes Bild zu der Rechtfertigung des Krieges. Man hat da eine sehr kritische Haltung eingenommen. Ich konnte auch als junger Mensch, der die Dinge hinterfragt hat, da wenig, naja, wie soll ich das nennen? Wenig Tolles dran finden an dem Krieg. Ne? Für mich war das eher so eine große Katastrophe. Und ich wollte da wissen, wie hat sich meine Familie da verhalten? Was waren da die Meinungen? Welche Richtung hatte das Ganze? Ja, und das war durchaus ein sehr interessanter Dialog, der einfach geführt werden musste.